Ahoi, Meus Kapitäus, hier ist wieder eure Zoe Star zurück mit einem weiteren World of Warships Legends. Ich habe für euch heute die Flint, ich habe sie mit Absicht noch unausgebaut gelassen, damit wir uns einfach mal die Stockwerte angucken können. Und zwar zu 26.600 Trefferpunkte. Sie hat eine Artillerie von 6x2, 127 mm Geschützen, Feuerreichweite 14,7 Kilometer, Ladezeit 5 Sekunden. Sprenggranaten, Höchstschaden 1800 mit einer Brandwahrscheinlichkeit von 5% und AP-Granaten, Höchstschaden bei 2100. Besonderheit der Flint, sie hat ebenso Torps wie die Atlanta auch. Übrigens ist die Flint wie ein Atlanta nur mit zwei Geschützen weniger und eben kein Radar, aber dafür hat sie Nebelwand. Ihre Torpedos sind jetzt hier 9,2 Kilometer, 2x4 Werfer mit einer Ladezeit von 98 Sekunden. Der Höchstschaden liegt bei 16.633 und 55 Knoten schnell. Eine Führbarkeit 32,5 Knoten Höchstgeschwindigkeit, Wendekreisradius 610 Meter und eine Ruderstellzeit von 8,4 Sekunden. Die Tarnung, Erkennbarkeit zu Wasser ist 11,4 Kilometer und was für uns auch noch wichtig ist, Erkennbarkeit vom Feuern im Nebel 5,2. Würde ich sagen, bauen wir jetzt mal die Flint zu weit aus. Wir setzen auf jeden Fall Zielsystem rein, das ist nämlich sogar echt wichtig, weil die Amerikaner ja doch etwas höhere Streuung haben. Dann könnte man hier auf jeden Fall Steuergetriebe nehmen, gerade dass die Ruderstellzeit ein bisschen runtergeht. Und hier nehmen wir einmal nochmal den Tarnmeister bzw. das Tarnsystem, damit wir doch ein bisschen später aufgehen. Und unter anderem setzen wir natürlich jetzt noch einen Kapitän drauf, da nehmen wir den Norman Scott. Und dann können wir uns jetzt nochmal die Veränderung anschauen, wie es jetzt bei unserer Flint ausschaut. Und zwar haben wir jetzt unter anderem eine Feuerreichweite von 16,3 Kilometer. Jetzt wird es natürlich ein bisschen schwieriger, dann auch zu treffen. Die Ladezeit ist runtergegangen auf 4,8 Kilometer und wir gehen auch erst auf 9,8 Kilometer auf. Aber würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach mal mit der Flint ins Gefecht und schauen, was sich so machen lässt. So Leute, wir befinden uns im Gefecht, sind auf nördliche Gewässer im Herrschaftsmodus. Schauen wir uns mal ganz kurz die Teamübersicht an. Wir sind auf einem Wimper 6er gelandet, haben im Gegnerteam zwei Atlantas, das heißt, wir müssen ein bisschen aufpassen. Ansonsten haben wir Fubuki, Mahan, Akatsuki, wir haben New Mexico, King George und Colorado, inklusive einer Dallas. Wir werden jetzt auch mal so Richtung A, B ein bisschen mitfahren und schauen einfach mal, was sich so. Ich hoffe, ich bekomme auch so ein bisschen Licht, das ist nämlich tatsächlich sehr, sehr wichtig für die Flint. Was natürlich ihre Stärke ist, ist zum einen der amerikanische Nebel, der geht halt schon sehr lange. Und natürlich ist es wie bei der Atlanta, dass man immer so ein bisschen mehr vorhalten muss, gerade wegen dem hohen Schussbogen. Ich habe jetzt auch alternativ den Kapitän ein bisschen umgeändert, habe einmal ein bisschen die Reichweite nochmal rausgenommen und dafür aber mehr Brandwahrscheinlichkeit rein. Ich glaube, das ist tatsächlich bei der Flint ein bisschen sinnvoller. Und jetzt schauen wir einfach mal. Da kommt auf jeden Fall schon mal der King George. Das ist sehr schön. Der brennt vor allem sehr gut. Also gerade die Briten, die können zwar gut HE austeilen, können aber auch absolut keine HE einstecken. Wovor wir natürlich echt aufpassen müssen, sind einmal die zwei Atlantas. Weil die schon sehr, sehr schmerzhaft werden könnten. So. Dann werden wir uns jetzt hier so ein bisschen mal einnebeln. Und mal der Colorado ein bisschen hier auf den Zwirn gehen. Da müssen wir es natürlich gucken, weil die dreht auch ein bisschen ein. Würde die auch wirklich treffen. Und denkt dran, wir haben die Torpedos, wir haben kein Radar. Das heißt, wir müssen natürlich auch ein bisschen aufpassen. So, da ist auch schon der erste DD. Fokusfeuer erstmal da drauf.
der brennt erstmal. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, weil die Colorado weiß, wo wir sind. Wir müssen auch ein bisschen hier drehen. Und ich hoffe, dass er mich jetzt nicht unbedingt trifft. Zumindest nicht unbedingt so, dass ich jetzt gleich direkt sterbe. Mein Nebel haut jetzt ab, das heißt, wir werden auch mal so ein bisschen die Biege machen. Da haben wir auch wieder den BD. So. Ich glaub, nee. Wir haben keinen Torpedowerfer verloren, das ist wichtig. Wichtig ist jetzt auch, dass wir die Maren rausnehmen, die muss definitiv sterben. Aber das sieht sehr gut aus. Dürfte eigentlich spätestens mit der nächsten Salve weg sein. Oder auch nicht. Jetzt haben wir sie. Da ist sie schon mal weg. Und weiter geht's auf der King George. Und die hat nämlich auch absolut Bock auf HE. Wir müssen natürlich jetzt aufpassen, wir haben immer noch einen Zerstörer vor uns. Und es muss auch noch ein Kreuzer dastehen. So, ich werde jetzt mal hier B anpingen. Na? Jetzt, ja. Und natürlich hier auch ein bisschen die Wiege machen. Muss natürlich aufpassen, weil irgendwo in der Richtung müsste auch noch ein Kreuzer sein. So, den Kugeln sind wir alle schon ausgewichen. Das wäre sehr wichtig. Ja, jetzt bremst sie leider ein. Also wir müssen auch anfangen, wieder anders vorzuhalten. Da ist auch übrigens der nächste DD, den werfen wir uns natürlich auch gleich dann hier. Vorausgesetzt, er geht nochmal auf. Der muss definitiv sterben. Und wir machen Mission King George weiter. Die brennt übrigens wieder. Das ist natürlich sehr schön. So, da sind sogar zwei DDs. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich unseren DD schützen. Aber sieht noch ganz gut aus für uns. Also Runde ist noch nicht verloren. Wir haben zwar jetzt alle drei DDs weg, ist aber auch nicht so schlimm tatsächlich. So. Probiert mal an. Ist ja sicher, weil es wird auf jeden Fall ein Zerstörer vor uns sein. Und dann nehmen wir mal Next Target, Colorado. Die muss definitiv raus. Ich denke aber mal, die macht es auch nicht mehr lang. Die schaut gar nicht mehr so gesund aus. Dann fahren wir auch schon mal in den Cap rein. Fakt ist, irgendein Zerstörer ist jetzt neben uns oder vor uns. Er macht uns auf. Natürlich die Frage, wo ist er genau? Der ist sogar neben uns.
So, der ist schon mal weg, das war wichtig. Jetzt ist es noch wichtig, dass wir um die Torps rumkommen ungefähr. Haben wir aber natürlich geschafft. Sehr gut. So, wir haben natürlich jetzt den Zerstörer da noch. Hopp jetzt mal da hoch. Und wir haben immer noch die Atlanta. Ja, die steht da immer noch, das ist sehr gut. Muss man natürlich gucken. Wir haben immer noch den bösen Zerstörer, der dürfte auch noch in dem Bereich da stehen. Da haben wir die Atlanta wieder. Werden wir jetzt mal zuerst bearbeiten. Und der ist in meinem Torpedo. Das ist natürlich geil. Und natürlich resettet sie uns. Das ist natürlich nicht geil. So, dann holen wir uns erstmal den Cap. Wenn wir überhaupt noch so weit kommen. Ich denke mal, die Atlanta stirbt zuerst. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin sehr zufrieden mit der Runde. Auch wenn es nur 50.000 sind, tatsächlich bin ich eher so der Typ Spieler, der wo sagt, Schaden ist jetzt nicht ganz so wichtig. Klar, es ist toll, wenn man dann, sag ich mal, so seine 100 aber so macht. Gerade zum Beispiel auch mit einem Kreuzer ist das ganz solide. Aber wichtig ist euch erstmal der Support. Und den haben wir, denke ich mal, auf jeden Fall gegeben. So, jetzt kümmern wir uns natürlich noch um die Atlanta kümmern, dass die auch noch raus ist. Wird jetzt ein bisschen schwieriger natürlich für uns, weil die sehr weit weg ist. Also düsen wir ihr einfach mal hinterher. Kriegen wir hin. Die holen wir uns noch, hoffe ich doch. Wie viel Zeit haben wir denn? 4 Minuten noch. Ich muss tatsächlich sagen, da muss man auch mal so ein bisschen vielleicht was anfassen. Werde ich, denke ich, auch mal noch ins Feedback geben. Gerade wenn man zum Beispiel fährt, wie ich jetzt, sieht man die Zeit gar nicht. Da muss man dann immer schon auf die Seite. Oh, da ist er wieder. Meine Freundin, die Atlanta. Na komm schon. So, jetzt ist auf jeden Fall tot, weil jetzt brennt sie und das kann sie definitiv nicht mehr reparieren. Da müssen wir jetzt eigentlich nur noch abwarten, dass er platzt. Das ist jetzt passiert. Sehr gut. Also ich bin tatsächlich echt zufrieden, wie gesagt, das ist eine etwas langsame Runde oder auch eine niedrigere Runde für ein, sag ich mal, US-Kreuzer-Verhältnis, das definitiv. Da geht auf jeden Fall noch was in die Höhe. Aber wir haben 4 Kills gemacht, wir haben davon 2 Zerstörer rausgenommen, Aufgaben haben wir ohne Ende, wie es scheint, abgeschlossen. Auch nicht schlecht. Teamergebnis 2680 Basis-EP. Wir haben uns auch Caps geholt, wir haben auch Caps verteidigt. Sogar ein Torptreffer, also das war eigentlich schon wieder echt witzig, mit dem DD da rauszutorpen. Ich hatte immer so nach Intuition gedacht, okay, ich denke mal, der steht da immer noch drin, also torpen wir mal rüber. Das ist auf jeden Fall die Flint, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es vielleicht nicht so die High-End-Runde ist. Aber ich finde einfach, man sollte auch mal normale Runden nehmen. Nicht immer gleich so, oh, guck mal, ich habe jetzt mit der voll krass performt. Und ja,
Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen oder auch was in die Kommentare schreiben. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Und dann hören wir uns im nächsten Video zu World of Warships Legends.